Christina ist 32 Jahre alt. Mit ihren Kindern hat sie die Ostukraine verlassen, aus Angst vor den ukrainischen Soldaten. Jetzt ist sie in diesem Hotel über der Grenze in Russland untergebracht. Ihr Mann ist zurückgeblieben. Als wir unsere Sachen packten, da war mein Mann sehr besorgt. Ich auch. Am liebsten hätten wir beide geweint. Wir sind nervlich am Ende. Aber wir konnten nicht weinen. Wir mussten stark sein für die Kinder. Wie es weitergehen soll, das wissen wir nicht. Wir wollen heim. Und wie finden Sie die Anerkennung der Volksrepubliken? Das ist eine gute Sache. Das ist gut. Alte Menschen, Frauen und Kinder sind in diesem Hotel in der Nähe von Rostow am Don untergebracht. 39 sind sie jetzt. Irina Petrovna ist mit ihrem Enkel Wladislav geflohen. 2 Tage lang dauerten die Feindseligkeiten ununterbrochen an. Wir hatten solche Angst. Die Fenster bebten. Aus dem Hinterhalt haben sie geschossen. Wir sorgten uns um den Jungen. Jetzt sind wir in Sicherheit, aber wir wollen wieder nach Hause. Endlich hat Russland uns anerkannt. Wir sind doch Russen, da gibt es doch nichts daran zu rütteln. Wann sie wieder zurück können, ist noch unsicher. Alle sind sich hier einig, dass es gut war, dass die Separatistenrepubliken von Moskau anerkannt wurden. Wir sind heilfroh, dass Putin Luhansk und Donetsk anerkannt hat. Er wird uns helfen. Endlich werden wir eine anständige Rente bekommen. Den Berichten zufolge sind mehr als 90.000 Menschen in den vergangenen Tagen aus den Separatistengebieten nach Russland gekommen. Sie sind in verschiedenen Regionen Russlands untergebracht. Die Welt schreit auf, doch die betroffenen Menschen in Luhansk und Donetsk freuen sich. Junge Männer melden sich. Sie sagen, sie wollen bald zusammen mit den russischen Soldaten für den Frieden sorgen. Alle hier sprechen Russisch. Ich setze meine Hoffnung auf die russischen Soldaten. Ohne sie kommen wir gegen die ukrainische Armee nicht an. Auch außerhalb der beiden Städte scheint Frieden eingekehrt zu sein. Seit langer Zeit wird endlich nicht mehr geschossen. In diesem Dorf, wenige Kilometer von der Front entfernt, war es ungewohnt still. Viele Menschen sind erleichtert nach 8 Jahren Krieg. Sie hätten das früher machen sollen, dann wäre nicht so viel geschossen worden. Schauen Sie doch all die zerstörten Häuser an. Autokonvois mit russischen Flaggen fuhren durch die von Präsident Putin anerkannten Regionen. Doppelstaatlichkeit kann nicht schaden, denken sich mehr und mehr Ukrainer im umkämpften Donbass im Osten des Landes. Dort buhlen die selbsternannten und vom Kreml unterstützten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk schon länger und erfolgreich um unentschlossene Ukrainerinnen und Ukrainer. Seit Beginn des Konflikts im Donbass wurden dort bereits 720.000 russische Pässe ausgestellt. Angesichts der zunehmenden Spannungen und der wieder aufkeimenden Gerüchte über eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Donbass hat die Zahl der Menschen, die die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation annehmen wollen, zugenommen. Das russische Parlament hat erst am Dienstag Präsident Wladimir Putin aufgefordert, die abtrünnigen Regionen Donetsk und Luhansk als Volksrepubliken anzuerkennen. Ich möchte Bürger der Russischen Föderation werden. Wir bewegen uns ja schließlich in diese Richtung. Warum auch nicht? Unsere russischen Verwandten sagen, dass Putin uns nicht im Stich lassen wird und alles in Ordnung sein wird. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte von der EU bereits Sanktionen gegen Russland wegen der Passausgabe. Er sagte am 9. Februar, diese massenhafte Ausstellung von Pässen an ukrainische Staatsbürger, die in den Regionen Donetsk und Luhansk leben, ist eine klare und eklatante Verletzung des Minsker Abkommens. Kreml-Sprecher Dmitri Peschkow erwiderte, die Vergabepraxis stelle keinen Verstoß gegen die Minsker Vereinbarungen dar. Es reiche aus, den kurzen und sehr spezifischen Text wenigstens einmal zu lesen. Daher seien diese Vorwürfe unhaltbar.
Seit 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen im Donbass gegen die von Moskau unterstützten Separatisten. Durch den bewaffneten Konflikt sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen 14.000 Menschen ums Leben gekommen.